ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe TFF Test. Heute haben wir im Test ein schönes Raketensortiment. Das haben wir beim Sonderpreisbaumarkt geholt. Dort gab es, wie schon öfters gesagt, 50% auf alle Feuerwerksartikel am letzten Tag. Und da haben wir das Juwelset mitgenommen von Keller. Hier sind 21 Kellerraketen drin, Top-Effekte und Bouquets. Das werden wir jetzt testen. Und wir haben ordentlich was drin. 11,11 Euro haben wir dafür gezahlt. Und ich würde sagen, wir sind gespannt drauf. Ihr hoffentlich auch. Und let's go! So, dann machen wir das schöne Set auf. Was steht hier oben noch? Qualität und Sicherheit. Schauen wir mal. Wir haben hier schon eine schöne Getränkekiste. Da werden wir die Raketen starten lassen. Und wir beginnen wie immer mit den kleinsten Raketen und erhoffen uns natürlich, dass wir auch Zerleger drin haben. Hier haben wir eine kleine, da haben wir eine kleine. Machen die zweimal. Bald kann ich die Deckel auf den Boden schmeißen, weil wir räumen später alles auf. Ja, die sind ein bisschen abgeknickt. Ja. Eine traurige Rakete. Wow, die kleinste schon mit Zerleger. Das ist geil. Und noch ein Zerleger. Saugeil, die kleinen schon. So, da haben wir schon eine etwas größere dabei jetzt. Machen aber die kleine in grün noch. Ich glaube, das sind alles unterschiedliche. Dann werden wir natürlich auch alle machen. Oh. Und noch ein Zerleger. Hammergeil. Das hat sich schon gelohnt jetzt für 11 Euro. Das ist die Nummer größer. Schauen wir mal, ob vielleicht auch ein größerer Zerleger bei rauskommt. Aber er war schon gut. Oh ja. Ordentlich. Deftiger Knall. Es könnte noch besser sein, aber es war auf jeden Fall schon sehr gut. So, ich würde sagen, wir hauen einfach alles raus. Ich habe nämlich keinen Plan, ob wir das jetzt schon hatten oder nicht. Gibt's schön das ganze Set. Oh je, die wird ein bisschen schräg. Macht nicht. Die wird super. Sehr geil. War von der Ausbreitung her jetzt nicht so gut, aber wir haben auf jeden Fall Zerleger und das freut mich schon mal. Sehr schön, also gefallen mir sehr gut. Alle bisher mit Zerleger, kein Ausreißer dabei. Bam! Sehr geil. Also, gefällt mir sehr gut. Und ja, hier ist noch eine. Und dann gibt es diese komischen hier mit der komischen Spitze. Bin ich mal gespannt drauf. Hatte ich, glaube ich, noch nie. Was die so bringen. Hoffentlich sind es dann keine Schüttraketen. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Aber bisher ordentlich. Jetzt. Schön, schönes Gold und jetzt haben wir hier vier Stück in diesem komischen Design, wie soll man das nennen, Pilzdesign, was steht hier oben? Pilze? Bombenraketen, also dann dürfte man da eigentlich keinen Zerleger erwarten, keine Schüttrakete erwarten, wenn schon Bombenrakete draufsteht. Schauen wir mal, was dieses komische Gebilde hier so drauf hat. Kleine Standzeit, aber doch ganz ordentlich und ja, rasanter Aufstieg, Ausbreitung war nicht ganz so top, aber ganz in Ordnung. Ja, das ist ja auch ein krummes Ding hier. Herrlich.
Achtung, hinter dir zündet auch irgendwas. Und sogar noch mit Batterieeffekte, mit Fontäneneffekt, das ist ja super. Genau, hat alles dazugehört. Also ich muss sagen, die kleinen fand ich sogar besser. Aber trotzdem gut. Ordentlich auf jeden Fall. So, und die vierte. Ja, recht kleine Ausbreitung. Aber ganz in Ordnung. Und jetzt kommen wir zur Nummer größer. Das sind die mittleren. Die Mirage. Vielleicht gibt es da noch das 2, das wäre natürlich auch ganz geil. Yes. Verleger ist jetzt nicht ganz so dick. Nee, also für die Größe erwartet man eigentlich einen größeren Verleger. Ich würde sagen, der Zerleger hat sich fast immer noch nicht gesteigert. Aber immerhin die ganze Zerleger. Genau. Ist schon mal, also für 11,11 Euro bin ich absolut zufrieden bisher. Jawohl. Das war ganz gut. Und das müssten jetzt die dicksten sein. Oder die anderen sind noch dicker, das kann ich jetzt gar nicht sehen. Ja, die anderen sind ein bisschen größer. Ja. Ich glaube auch, ja. Ja, das sind die zweitgrößten und... Hunter. Genau, das sind die Hunter Rockets. Auf jeden Hoffentlich Fall. Diesmal mit dem Zerleger, der eine Nummer größer ist. Genau. Weil bisher es war hat jetzt sich da nicht viel getan. Es war jetzt nicht der Hit bisher, aber es war in Ordnung. Also der war ein Ticken größer, war nicht so groß, aber er ging. Ich bin zufrieden. Oh, der war sauber. Der war ordentlich. Ordentlicher Zerleger und die dritte Hunter. Und dann bin ich wirklich mal gespannt, was bei den großen Raketen auf uns wartet. Ja Mann, richtig geil. Und jetzt haben wir noch vier große. Schauen wir mal, ob da noch mehr geht. Bisher echt geiles Set. Also bis dahin hätte es sich schon gelohnt für 11 Euro. 11,11 Euro. Das sind die Apollo-Raketen. Shining Red Star. Schauen wir mal, ob sie scheint in Red. Mit Star. Mit Stars, genau. Richtig fett sieht sie aus. Komm schon, jetzt einen dicken Zerleger. Ja. Ich glaube, die war recht tief, deshalb war der Zerleger nicht so fett. Deshalb war der Zerleger recht fett, der sah recht fett aus. Aber ich glaube, so fett war der gar nicht. Im Gegensatz zu den anderen. Jetzt. Ja. Ja. War in Ordnung, vom Knall her auch ganz deftig. Geht na klar besser, aber... Also für die Größe kann man sich aber eigentlich auch schon mal einen größeren Zerleger erwarten, oder ja, nicht? Ja, ist halt Keller. Ist halt Keller, ne? Also ja, der war, der war ordentlich, aber die Rakete war auch nicht wirklich hoch. So.
Und das ist die letzte. Und die war tatsächlich so, wie sie auf der Rakete abgebildet war. Also, von mir klar eine Kaufempfehlung für 11,11 €. Wenn ihr das kriegt, auf jeden Fall richtig geil. Für 22 Euro weiß ich nicht, ob ich es mitnehmen würde. Da würde ich mir, glaube ich, lieber Veko-Raketen holen. Aber für den Preis absolut top. Richtig geile Raketen, alle mit Zerleger. Richtig geil. Freut mich, dass wir für 11,11 € so ein schönes Kellerset hatten. Und euch hat es hoffentlich auch gefallen. Deshalb lasst uns ein Like da und schreibt uns was Schönes in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Richtig geiler Scheiß. Eskaliert.